Willkommen bei der Kinderuni in Wieselburg. Heute haben sich hier ganz viele Kinder versammelt, um etwas Aufregendes und Spannendes zu erleben. Jetzt will ich euch gern mal die einzelnen Stationen zeigen. Und wir sind jetzt schon beim ersten Kurs und da übernimmt gleich meine Kollegin Miller. Danke, dann schauen wir mal rein. Wenn ich sage jetzt, holt euch ohne die Ohren zu. Wie ist der Druck in der Flasche entstanden? Wie ist der Druck in der Flasche entstanden? Der Druck in der Flasche ist dadurch entstanden bzw. größer geworden, weil das Trockeneis in das Gas CO2 übergegangen ist. Also das feste Eis direkt ins Gas, sublimiert nennt man das. Und es braucht ein viel mehr Platz, hat ein viel größeres Volumen in der gasförmigen Form. Und weil natürlich die Flasche nur einen begrenzten Platz, einen begrenzten Rauminhalt bietet, ist irgendwann einmal der Druck so stark gestiegen, dass die Flasche explodiert. Was gefällt dir an der Sache? Dass man mit Trockeneis und einer Münze, also die Münze steckt man in das Trockeneis und dann vibriert sie. Du hast vorher ganz lustige Geräusche erzeugt. Kannst du das nochmal zeigen? Was machst du da? Das schaut irgendwie ganz interessant aus. Das ist Maki. Maki mit Reis und? Gurke. Und Gurke? Woher kommt das? Japan. Aus Japan. Hast du das schon mal selber gegessen? Ja. Ist das gut? Ja. Ich liebe Maki. Wir versuchen Maki zu machen. Maki, weißt du? Und das ist, da kommt aus Japan und dann mit der Nori und das Algen. Rollen, der Reis und verschiedene Füllungen. Okay, ja. Hört sich gut an. Ja, schmeckt auch so. Was machen wir da? Also wir haben da heute einen Roboter-Workshop und wir bauen einen Roboter mit Lego Mindstorm. Wir sehen da die Kisten, aber wir bauen den Roboter nicht nur, sondern wir programmieren den auch. Also wir haben eine Programmiersprache, Scratch, und die Aufgabe ist eben, sie bauen den Roboter und dann müssen sie mit dem Aufgaben bewältigen und dafür müssen sie eben programmieren können. A few moments later. Um was geht's in dem Kurs? Wir schauen uns heute die Entstehung und die Entwicklung vom Internet an. Also was hat es braucht, damit wir das Internet so nutzen können, wie wir es heute alle nutzen. Das schaut ja ganz schön interessant aus. Was machen Sie denn genau hier? Wir kreieren heute ein neues Lebensmittel. Im Grunde geht es darum, ein neues Produkt zu entwickeln, damit wir dann am Markt wieder was Spezielles und Frisches haben. Will ich kurz was fragen? Ja. Was gefällt dann so an dem Workshop da?
dass man neue Lebensmittel kreieren kann und halt alles zusammenmixen kann und es entsteht halt irgendwas. Okay, ja, muss da alles ganz genau abgewiegt sein oder kann da schon mal ein paar Gramm Zwiebeln drinnen sein? Es muss alles ganz genau abgewogen sein. Wir machen Brausepulver und die verwandeln wir dann in Brausetabletten und geben es dann ins Wasser und dann ist es sozusagen Brausewasser. Und wie schmeckt das? Das schmeckt nach Himbeere. Ja, das Brausepulver, das basiert darauf, dass da Backpulver drinnen ist und eine Säure. Und das Backpulver, das ist ein Carbonat und die Säure, wenn das mit der Säure zusammenkommt, dann wird Kohlensäure freigesetzt. Und die Kohlensäure, das ist dann eben das, was man vom Mineralwasser kennt, von Sodawasser kennt, was dann so Luftbläschen da drin haben.